einmal geht's noch vor meinem Urlaub. Supermarkt Samstag, heute mit einem Bier aus Salzburg, das mich allerdings von seiner Verpackung ein bisschen überrascht hat. Wieso, weshalb, warum? Das erfahrt ihr alles, wenn ihr kurz dranbleibt. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Supermarkt Samstag, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere, die aus einem Supermarktregal kommen und möglicherweise auch von euch empfohlen worden sind. Und auf dieses Bier haben mich viele hingewiesen, unter anderem auch der Thomas. An der Stelle nochmal vielen Dank dafür. Ich wäre möglicherweise tatsächlich dran vorbeigegangen, denn dieses Bier stand bei mir im Spar sehr dezent angeordnet und so, dass ich eigentlich tatsächlich vorbeigegangen bin und es auch gar nicht bemerkt hätte, weil es hat auch eine kleine Flaschengröße. Und das ist eigentlich schon so die größte Überraschung. Es ist ein Bier aus der Hausbier-Serie. Genauer gesagt ist es das Hausbier Nummer 55 und das nennt sich Hopfenlager. Und kommt hier in einer 0,25 Liter Flasche. Und ich muss jetzt sagen, entweder habe ich die ganze Zeit unter einem Stein geschlafen oder ich habe das einfach noch nie gesehen, dass es diese Hausbiere auch in dieser kleinen Flasche gibt. Nur bei 0,25 frage ich mich, warum 0,25? Das ist eigentlich ja zu wenig, um es zu teilen und in Wahrheit nicht mal genug, um es alleine zu trinken. Also für mich eine nicht ganz klare Flaschengröße, was man da vorhat. Die Form der Flasche allerdings ist natürlich angelehnt an die großen 0,75 Hausbierflaschen. Gut, wird Geheimnis der Brauerei Stiegl sein, warum er das gemacht hat. Hopfenlager oder auch Hoppy Hell oder Hoppy Lager, wie man das immer auch nennen mag. Es ist Biogerstenmalz drin, Bio-Hopfen-Hefe und wurde in der Stiegl Brauerei zu Salzburg gebraut. Ich glaube, die anderen sind ja zum Teil auch in Wildshut hergestellt. Hallertauer Tradition, Citra und Saphir sind die Hopfensorten. Das finde ich jetzt tatsächlich für ein Lagerbier, das Hopfeneinfluss haben soll, dann durchaus spannend. Alpine Pfauengerste, Heines Goldthorpe und Proskowetzer Hanna sind die Gerstensorten, die da reingekommen sind, die wiederum aber jetzt aus Wildshut stammen, denn das sind alte Getreidesorten, die da zum Einsatz kommen. Und das ist auch nicht zum ersten Mal in diesem hopfigen Lager. Das hat schon andere Biere bei Stiegl gegeben, die da von diesen Getreidesorten profitiert haben. 5,1 Volumenprozent Alkohol sind aufgerufen alles andere ist etwas, was wir jetzt gemeinsam rausfinden müssen und das tun wir dann auch. Und schon geht's los, die wilde Fahrt ins Glas. Viel habe ich ja jetzt nicht zur Verfügung. Für mein Kostglas reicht es allerdings an der Stelle. Wir haben es zu tun mit einer leichten, getrübten, goldgelben Farbe, einem schönen weißen Schaum, der auch herrlich sich ans Glas hängt. Da gibt es schon mal nichts zu meckern. Ein einzelner Fingerbreit, aber gut, das sei dann an der Stelle mal verziehen in der Nase. Oh ja, auffällig Zitrone. Also von Citra ist offensichtlich ordentlich was reingekommen. Schönes, helles Malz, schön frisch, ein bisschen floral, hätte ich jetzt auch gesagt. Und so einen leichten, grasigen Hopfennote im Hintergrund. Aber also Zitrus ist schon tatsächlich so mit so einer leichten Grapefruchtnote der auffallende Eindruck hier. In diesem Sinne, dazu wohl, cheers! Ja. Erster Eindruck, diese zitrische Grapefruchtnote haben wir auch im Antrunk. Es ist auch so, wie es auch die Nase schon sag mal, hat vermuten lassen. Es ist schön frisch, es hat eine schöne Blumigkeit. Eigentlich so, wie man sich es auch tatsächlich vorstellt. Ein Bier, das aus dem Alpenbereich kommt. Es hat so diese schöne, blumige Alpenwiese so ein bisschen in der Nase. Aber halt eben auch diese Zitrusnoten, die das Ganze eben dann noch ein bisschen frischer machen. Eine leichte, grasige, bittere ist mit drin, die durchaus auffällt. Schöner, angenehmer, begleitender Malzkörper, der jetzt nicht zu intensiv ist, aber eben diese dann doch präsente, bittere bisschen im Zaum hält. So eine ganz leichte Karamellnote, also auf dieser süßen Seite wird da schon auch ein bisschen gekämpft. Angenehme Würze, nicht zu intensiv.
Die hält sich eher im Hintergrund und grundsätzlich ein schön angenehm vollmundiges Bier, eben auch so ein bisschen mit diesem leichten Karamell-Touch dann versehen. Und das macht es eigentlich wirklich sowohl als Erfrischungsgetränk gut trinkbar, aber halt auch als Genussbier, dass man so ein bisschen eintauchen kann. Und das ist eine schöne Kombination und hat man ja häufig auch bei den Hausbieren bis jetzt gehabt. Also muss man sagen, das ist ein tolles Konzept, was die Stegl Brauerei da verfolgt. Mittlerer Körper, unteres Ende, definitiv schöne mittlere Kohlensäure. Das ist wieder diese Erfrischungskomponente und von der Textur her sonst eher so im glatten Bereich. Das läuft richtig schön rein. Und wird hinten raus, finde ich, im Nachtrunk ein bisschen trockener. Also dieses karamellig, leicht süßlich verspielte Malzige geht ein bisschen zurück. Der Hopfen kommt schöner, mit schöner grasigen Note durch. Die bittere nimmt vielleicht auch einen kleinen Tick in Folge zu. Und die Fruchtigkeit mit der Zitrone, beziehungsweise so ein bisschen Limette, Grapefrucht, also in dieser Richtung spielt sich das ab, drängt sich dann auch ein klein bisschen nach vorne, ohne jetzt aber dominant zu werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist ein richtig schönes Bier geworden. An der Stelle nochmal vielen Dank für die Empfehlung. Das Hopfenlager Hoppy Hell von der Stegl Brauerei von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Hoppy Hell aus Salzburg von der Stegl Brauerei. Und ich hoffe, es kann mir irgendeiner erklären, warum man so ein gutes Bier in 0,25er Flaschen abfüllen muss. Da hätte sich auch die 0,75er Flasche angeboten, beziehungsweise irgendwas dazwischen. Ich muss ganz ehrlich sagen, schade, dass ich noch so wenig davon habe, aber ich werde mir noch was davon besorgen. Dann soll es für heute gewesen sein. Was ihr euch noch besorgen könnt, ist ein Abo von dem Kanal. Da habt ihr unten die Gelegenheit dazu. Und dann gibt es immer wieder Infos, wenn es hier neue Videos gibt, auch während meinem Urlaub in den nächsten 2 Wochen. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.